Hallo. Ja, neben mir Mori Diabaté aus Guinea-Conakry, Westafrika, spielt auf der Kora, singt. Er spielt auch Balafon, ein Griot, ein Musiker Westafrikas. Ursprung des Blues, der Jazz, der Swingmusik kehrt zurück in die Heimat. Und zwar in einer ganz, ganz eigenen Form. Wir sind hier bei Dundu. Dundu, die Großpuppe, die 5 Meter Großpuppe aus Stuttgart von meinem Freund und Partner Tobias Husemann, die uns über die ganze Welt bringt und die uns auch inspiriert und uns zeigt, wie man das Licht verbreitet, die Fantasie der Menschen anregt. Ich begleite Dundu auf den Reisen mit der Kora und spiele die Musik für den Dundu, für alle Auftritte. Westafrika, ein Land, was vor allem natürlich durch Armut und einige Bürgerkriege geschüttelt ist. Ich war 2007 da unten, habe diesen Bürgerkrieg in Guinea miterlebt und war dann auch wirklich froh, wieder hier zu sein, wo Menschenrechte greifen. Seit der Zeit ist ein Präsident aufgetaucht da unten, der ein bisschen anders tickt als die Präsidenten vorher. Alpha Condé, der es schafft, das Land zu mobilisieren, das Geld, was das Land durchaus durch Rohstoffe hat, im Land zu halten, Straßen zu bauen, Wasserkraftwerke zu bauen. Ein Präsident, dem großer Respekt gebührt. Wir haben ein Lied über ihn gemacht, auf ihn, für ihn, eine Hommage an Alpha Condé, mit der wir jetzt schon ganz schön erfolgreich sind. Bist du auch hier bei der Eid-Session? Würdest du hier oben? Gehst du jetzt raus? Genau, nur für die Eyebox brauchen wir wahrscheinlich noch eins. Ne? Das ist es. Hier wird jetzt gerade auf die Schnelle hin improvisiert, dass wir den Song hier in diesem wunderschönen Senatssaal mit den Wirtschaftsbossen und eben den Herrn Condé vorspielen können. Monsieur le Président, Alpha Condé et son gouvernement. Es ist ein ganz besonderer Tag heute. So eine Aktion habe ich noch nie gemacht. Ja. Noch gar nie. Ja. Und jetzt ist es dann bald soweit. Ich glaube, in einer Stunde sitzen wir dann in der Konferenz. Hallo, Mori. Oui. Et voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur. Mori Diabaté. Alpha Condé, Bessa for the Guinée for Africa. Aber Condé selber konntest du jetzt noch nicht hören, ne? Der war nicht da, ne? Oder? Condé? Alpha Condé ist gleich, ich glaube, nach der ersten halben Stunde der Konferenz ist er schon weg, ne? Gegangen. Ja. Ja. Aber er kommt wieder, ne? Er wird es noch hören, das Lied, oder? Er wird es hören, spätestens übers Radio, ne? Also spätestens übers Radio oder übers Fernsehen wird er das hören. Der Kulturminister, der Presseminister, Pressesprecher des Präsidenten, alle sind durchaus begeistert von der Idee, dass ein deutscher Musiker, europäischer Musiker mit einem afrikanischen Griot ein Lied bringt für einen Präsidenten, wie es so die alte Tradition in Westafrika war. Der Musiker ist für die Politik da und fährt darunter nach Westafrika und spielt Konzerte, präsentiert sein Lied. Es gibt
tu penses que Alpha travaille bien avec son gouvernement? Ah oui. Wir sind sehr zuversichtlich, dass das erfolgreich wird. Das ist der erste Mann da unten, der es schafft, wirklich was zu bewegen und aufzubauen. Und eine ganz großartige Botschaft, die jetzt im Moment sehr aktuell ist, zu verbreiten. Bleibt in eurem wunderbaren Afrika, arbeitet in eurem Land, baut euch das Leben auf, was ihr euch wünscht. Wir wollen diese Botschaft unterstützen und mit eurer Hilfe realisieren. Für so eine Reise brauchen wir Geld, ist klar, die Flüge, die Unterkunft. Und schon 5, 10, 20, 50 Euro spendet für Ursprung des Blues kehrt zurück in seine Heimat. Ein Projekt der Wagenhallen in Stuttgart, Stefan Carisius, Dundu und Mori Djobate. Want to be him.